Hallo, ich habe ja da neu diese zwei Wasserionisatoren im Sortiment. Das ist auch für mich eigentlich etwas Neues und ich habe es ausprobiert und eigentlich habe ich schon am ersten Tag eine ziemliche Veränderung festgestellt. Und nämlich mein pH-Wert, den kann man da mit diesen Streifen, die kriegt man in einer Apotheke, messen vom Urin. Der war immer so zwischen 5,2 und 5,5, also da im sehr sauren gelben Bereich. Und schon am Abend des ersten Tages, wo ich dieses basische Wasser probiert habe, ist es auf 6,5 gerutscht und am nächsten Morgen sogar 6, 6,8, also fast neutral. Also, das ist für mich ein eindeutiger Beweis, wie dieses Wasser wirkt. Positiv. Ich fühle mich auch gut. Trotzdem möchte ich noch sagen, auch mit dem besten Ding soll man es nicht übertreiben. Also ich bin nicht ein Freund davon, dass man das jetzt über Wochen und Monate oder dauernd täglich literweise trinkt. Und falls doch, dann einfach nur in einer schwachen Konzentration von höchstens 8 pH oder noch weniger. Weil die pHs, ein pH-Punkt, das muss man immer wissen, das ist wie 10-mal mehr als der vordere Punkt. Also wenn ich da von 5,5 auf 6,5 hochgehe, dann ist das exponentiell 10-mal mehr basisch als vorher, also immer noch im sauren Bereich, aber fast neutral. Und dann im basischen Bereich, wenn man statt 7, 8,5 oder 9,5 hat, hat man das bis zu 100-fach basischere Produkt als nur neutrales Wasser. Das muss man einfach sich vergegenwärtigen. Okay.